So, hallo und herzlich willkommen. Heute kommt ziemlich spontan der Stat-Track-Aufwertungsvertrag für die Chroma 2-Kollektion. Und zwar sind wir jetzt mal, oder bin ich jetzt mal, recht niedrig rangegangen, weil die Preise da gerade noch extrem schwanken. Und hier habe ich eine gefunden, die ist extrem günstig. Die Negev Manowar habe ich gerade zufällig gesehen. Es liegt nur bei 1,54 in Factory New. Ich habe mir jetzt 10 Mal in Minimal Wear gekauft. Und bin jetzt irgendwo auch bei wahrscheinlich 14 Euro Einsatz, 13, 14 Euro Einsatz. Und wenn ich natürlich riesig Glück habe, kriege ich die Warm God, die würde ich auch spielen. Die habe ich jetzt schon normal, aber ein Stat-Track wäre es richtig awesome. Und wäre natürlich auch wertlich ein richtiger Aufschwung. Der Aufwertungsvertrag ist aber ziemlich riskant, weil hier noch drei Nieten drin sind. Wobei ich sage, die größte Niete ist natürlich die Grand Prix. Die Pole Position ist. Ja, wenn die wirklich in Factory New kommt, würde ich sie instant wieder verkaufen, weil ich die nicht spiele und dann wenigstens noch ein bisschen Geld rausholen würde. Hier wäre ein Factory New, wäre natürlich okay. Minimal Wear, weiß ich nicht, wie die liegt. Wird auch reinkacken. Also ihr müsst auf jeden Fall in FN rauskommen und die genauso. Die ist in Minimal Wear wahrscheinlich auch nichts wert, 677, ja. Die wird richtig reinkacken. Die wäre awesome in Factory New. Star Trek wäre richtig geil. So, dann will ich gar nicht länger auf die Folter spannen. 10 Stück an der Zahl. Ich war überrascht, dass sie jetzt so günstig durchgeht für in Minimal Wear. Dann packen wir die alle mal rein. Sind alle Minimal Wear, ja. Und ey, ich hoffe so krass, dass ich die Warm God rauskriege in Factory New. Wie geil wäre das eigentlich, wenn wir richtig Glück haben. Oh Mann, aber ich sehe es schon wieder kommen. Wahrscheinlich kackt die UMP dann noch wahrscheinlich in Battle Scared, ja, so richtig rein. Aber wobei die UMP wird in jedem Zustand richtig reinkacken. Die Mach 7 oder die Pole Position in Factory New wären noch okay. Dann hätte ich halt nicht ganz so viel Geld verbrannt. Aber ich möchte die Orb. Schönes Herz noch. F. N. Drückt die Daumen mit mir. Ich sehe schon die scheiß UMP drin. Die Orb wäre mega, die wäre richtig geil. Ein Factory Newman. Meinetwegen auch nur Minimal Wear. Ist mir egal. Wäre richtig nice. Komm schon, bitte, 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 bitte. Ja, fuck! Shit, Mann, richtig reingelackt. Geile Scheiße, Mann. Alter, richtig geil. Muss auch mal Glück. Ja, Mann! Fabrik, nein, ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Game ist mit mir einmal Glück gehabt. Ohne Scheiß. War so eine spontane Aktion jetzt. Ich habe die Preise gecheckt mal wieder. Alter, wie geil, Mann. Richtig geil. Hammer. Boah, ich feier's ja so krass, Mann. Ah, fuck, geile Scheiße, Mann. Hammer. Okay, ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Vergesst nicht, morgen Sonntag, Livestream ab 20 Uhr wird es ein Giveaway geben. Die Desert Eagle Star Trek. Und ich freue mich gerade so, dass ich die scheiß Warm God, ich finde die so geil von der Optik mit dem Totenschädel hier. Alles, das Weiße vorne, ich feiere die richtig. Und jetzt habe ich dir auch noch einen Star Trek für verfickte 14 Euro, Mann. Richtig geil. Auch mal reingelackt, Mann. Ich habe so viel Pech immer. Oh, Mann. Geile Scheiße, Mann. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr es feiert. Ich würde mich über jeden Daumen freuen. Supportet mich. Ist auch in den letzten Videos richtig krass geworden. Finde ich richtig cool, auch mal danke an euch, dass ihr den Klick macht und alles und dass ihr dabei seid und ich hoffe, ihr habt immer weiter Spaß dabei und dass ihr auch morgen dann im Livestream dabei seid. Da gebe ich euch noch ein bisschen was zurück, da gibt es die Desert Eagle Star Trek als Giveaway, eventuell noch was als Giveaway. Auf jeden Fall, ja Mann, ich freue mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen im Livestream. Ciao.